Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute unbedingt mal einen American Girl Laden zeigen. Auch wenn ihr euch nicht für Puppen interessiert, ist es doch sehr interessant. Das hier ist das Geschäft in Atlanta und guck mal, hier ist auch ein Restaurant, in dem man auch Geburtstagspartys feiern kann. Und das Restaurant hat eben auch Stühle, wo man seine eigene Puppe mit hinzusetzen kann. Und dieser Store hat auch einen Friseurladen, wo man seine Puppen mitbringen kann und richtig die Haare machen lassen kann von der Puppe und auch von einem selbst. Hier werden gerade zwei Puppen bearbeitet. American Girl bietet über 1 Million verschiedene Kombinationen an und man kann sich genau aussuchen, welche Haarfarbe, Haarlänge, Gesichtsfarbe oder Augenfarbe man möchte. Es gibt übrigens 20 Geschäfte in den USA und die Firma wurde 1986 gegründet und hat im Jahr 2018 342 Millionen Dollar eingenommen. Mütter, die kein American Girl Store in ihrer eigenen Stadt haben, fahren extra in eine andere Stadt und übernachten in extra dafür vorgesehenen American Girl Hotelzimmern. Immer wieder hat American Girl für kleine Skandale gesorgt, so zum Beispiel 1993, als eine dunkelhäutige Puppe herausgebracht wurde, die also eine Sklaventochter sein sollte. Oder die obdachlose Gwen in 2009. Damit Kinder, die zum Beispiel Krebs haben, sich besser mit ihrer Puppe identifizieren können, gibt es auch Puppen ohne Haare. Und es gibt sogar Puppen im Rollstuhl. Übrigens gibt es auch immer die gleichen Klamotten, die es für die Puppe gibt. Auch für die Mädchen kann man also immer im Partnerlook herumlaufen. Nanu, ich glaube, sein Fuß ist in der Eiscreme. Es gibt auch viele erwachsene Menschen, die diese Puppen sammeln und die können einen sehr hohen Wert erreichen. Wenn also die Puppe nicht mehr im Geschäft neu erhältlich ist, dann auf eBay können die also Tausende von Dollar erzielen. Neben den Puppen kann man auch alle diese Möbel sowie diesen Obststand hier erwerben. Es gibt so viele Klamotten und Schuhe und Brillen. Alles ist möglich. Die Preise sind jedoch nicht ohne. Blair's Family Farm Restaurant kostet zum Beispiel 300 Dollar. Das Gourmet Kitchen Set kostet 250 Dollar. Und Lucianas Mars Habitat kostet 350 Dollar. Zu jeder Puppe gibt es auch ein Buch, das die gesamte Geschichte der Puppe erzählt. Das hier ist zum Beispiel Rebecca. Rebecca ist ein russisch-jüdisches Mädchen, das in New York in 1910 aufwächst. Und das hier ist Mary Ellen, ein Girl aus den 50er Jahren. Eine American Girl Puppe kostet 115 Dollar, egal welche, aber Mütter geben ganz schnell mal 600 Dollar aus, wenn sie diesen Laden besuchen, mit ein paar Accessoires und ein paar Möbeln. Das hier ist übrigens Nanea aus Hawaii und sie lebt in 1941. Es gibt auch die passenden Hündchen oder Kätzchen zur Puppe, die kosten zwischen 18 und 28 Dollar. Musik
Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich total über ein Abo freuen. Alles Liebe, eure Sissy.